und Blumenförster. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Haase endete seine Rede mit der Bemerkung, dieser Haushalt kann sich sehen lassen. Ja, insofern hat er recht, wir haben in der Bereinigungssitzung durchaus geschafft, das eine oder andere sogar auch durch Koalitionsanträge in diesem Haushalt zu verbessern. Darüber bin ich sehr froh. Und einige Dinge, die wir vorher als Opposition eingebracht haben in den Haushaltsausschuss, sind auch in solche Anträge übergegangen. Und darüber freuen wir Linke uns natürlich besonders. Aber die Frage ist doch, ob wir mit der Kontinuität, die hier dieser Haushalt darstellen soll, auch die richtigen Signale setzen für die Lösung der Aufgaben in der Landwirtschaft und bei der Ernährung unserer Bevölkerung. Meine Fraktion hat in den letzten Jahren immer kritisiert, dass das Budget und die Verteilung der Mittel nicht im Sinne eines einfachen Weiter-so realisiert werden dürfen. An dieser Kritik müssen wir auch heute leider weiter festhalten. Nach wie vor ist die Linke der Überzeugung, dass die dringenden Reformvorhaben in der Debatte um die Neuordnung der kompletten Agrarförderung, in der gemeinsamen Agrarpolitik auf EU-Ebene und Deutschlands Beteiligung an dieser Gemeinschaftsaufgabe weitaus größere Anstrengungen erfordern, als die Bundesregierung bereit ist, es umzusetzen. Es geht in erster Linie darum, wie wir die agrarpolitischen Leistungen für das Gemeinwohl und ihre Effekte für den sozial-ökologischen Umbau der Landwirtschaft in Zukunft gerecht honorieren. Mit einem Weiter-so werden wir die Ausgleichszahlungen, die eingeführt wurden, um die Nachteile der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft im Welthandel auszugleichen, niemals überwinden können. Und auch die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe spüren keinen wirklichen starken Verhandlungswillen unserer Ministerin in Brüssel in dieser Frage. Meine Damen und Herren, in den Details des Haushaltsplanes haben wir allerdings inzwischen einige Trendverschiebungen zu beobachten, die ich hier kurz benennen möchte. Immerhin ist es möglich geworden, etwas mehr als 1 Milliarde Euro zusätzlich für Ernährung und Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Von dieser Summe soll knapp die Hälfte für die Erhaltung, die bessere Nutzung, die Schadensbeseitigung und Rekultivierung des Waldes ausgegeben werden. Das begrüßt die Linke ausdrücklich. Diese Mittel sollen, soweit sie nicht der Forschung gewidmet sind, über die GAK, also die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, für die nächsten Jahre bis 2023 zur Verfügung stehen. Leider ersetzen sie allerdings nicht die Soforthilfe, die wir mit unserem Antrag im Sommer diesen Jahres für die kleinen kommunalen und privaten Waldbesitzer in Höhe von 200 Millionen Euro gefordert hatten, um die größeren Belastungen der Waldbauern etwas zu kompensieren. Aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Deshalb fordern wir in unserem Gesamtentschließungsantrag, der am Freitag zur Abstimmung stehen wird, zum Haushaltsgesetz 2020 wiederum 200 Millionen für ein Förderprogramm Waldumbau für den Einsatz von resistenten ökologischen Mischwaldkulturen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie üblich hat die Koalition auch in letzter Sekunde vor der Bereinigungssitzung ihre Änderungsanträge vorgelegt. Einer davon betrifft die Weidetierhaltung, und wir hätten schon fast gejubelt. Schließlich hatte die Linke vorher zusammen mit Bündnis 90 die Grünen gefordert, eine Weidetierprämie durchzusetzen. Zum anderen haben wir vorgeschlagen, ein Bundesprogramm Weidetierhaltung mit 50 Millionen Euro jährlich aufzulegen und ein Herdenschutzkompetenzzentrum mit 2 Millionen Euro jährlich auszustatten. Leider ohne Erfolg. Stattdessen hat die Koalition nun 1,5 Millionen Euro über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz für Herdenschutzmaßnahmen bereitgestellt. Nur, dieses Geld kommt nicht zusätzlich, sondern es entspricht dem gestrichenen Bundesprogramm Wolf für Wanderschäferinnen und Wanderschäfer. Ob ein solcher Geldverschiebebahnhof überhaupt funktioniert, ist offen. Aber da die gleiche Summe im Bundesprogramm Nutztierhaltung gestrichen wird, ist das nicht nur ein Verschiebebahnhof, sondern Trickserei. So spielt man Nutztierhalter gegeneinander aus. Das ist angesichts der schwierigen Situation völlig inakzeptabel. Für diese Maßnahme hätten Sie besser die Millionen nehmen sollen, die Sie jetzt für die Stärkung der Auslandsbeziehungen ausgeben wollen. Das wäre ehrlicher und klarer gewesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Vorgehensweise ist auch kein gutes Zeichen für die Strukturverbesserungen in den ländlichen Räumen generell. Hier hätten zum Beispiel die Chance bestanden, das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung BULE substanziell weiter zu stärken, statt in weitere 5 Ministerien zu verteilen.
Insbesondere für die Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen, den Bereichen Lebensmittelverarbeitung und Vermarktung, ist eine Erhöhung der Finanzmittel erforderlich. Aber die dafür notwendige Grundgesetzänderung, die wir bereits in der letzten Legislatur diskutiert haben, ist wieder in weite Ferne gerückt. Davon spricht die Koalition heute leider nicht mehr. So könnte man das dann über Buhle machen oder über den Sonderrahmenplan Entwicklung der ländlichen Räume durch die Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen für agrarische Produkte, was sich die Bauern vor Ort zum Teil auch wirklich wünschen. Unser Vorschlag zielt mit der Erhöhung um 2 Millionen Euro auch auf die engere Verzahnung von Wirtschaft und Landwirtschaft ab, eingerahmt von Umweltpolitik, die dem ganzheitlichen Politikansatz der Linken für einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft entspricht. Im Übrigen soll der zweite Teil der zusätzlichen Milliarde zu großen Teilen in die Entwicklung der ländlichen Räume fließen. Aber leider war auch in den Berichterstattergesprächen noch nicht viel Handfestes zu erfahren, was mit diesem Geld in den nächsten Jahren konkret passieren soll und wird. Das werden wir engmaschig im Auge behalten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich als letzten Punkt einige Anmerkungen zum gerade beschlossenen Agrarpaket machen, weil hier offensichtlich mehrere fahrende Züge auf demselben Gleis aufeinander zurasen. Einige meiner Vorredner haben dazu sich auch bereits geäußert. In der letzten Woche war ich eingeladen in meinem Wahlkreis von der neu gegründeten Initiative Landschaft Verbindung MV. MV heißt Mecklenburg-Vorpommern. Das sind Akteure, die sich übrigens deutschlandweit vernetzt haben und auf Probleme und die Tragweite des Agrarpakets aufmerksam machen wollen. Wir sehen heute oder wir haben hier bei unserer Anreise ins Plenum heute alle erlebt, wie viele Bäuerinnen und Bauern sich nach Berlin aufgemacht haben deswegen. Und das sind eben nicht nur Bäuerinnen und Bauern, die unterwegs sind, an die sich das Agrarpaket richtet, sondern auch Menschen, die auf dem Land leben, die im weitesten Sinne beruflich mit der Landwirtschaft zusammenhängen oder von ihr abhängen und Menschen, die sich für ihre Region insgesamt stark machen wollen. Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern befürchten, dass das Agrarpaket den negativen Strukturwandel aus ihrer Sicht weiter anheizen wird. Aktuell arbeiten in meinem Heimatland noch 4.700 agrarische Betriebe mit mehr als 25.000 Beschäftigten. Aber die Zahl wird von Jahr zu Jahr kleiner. Aufkäufer für Geldanlagen sind vielfach unterwegs und treiben die Boden- und Pachtpreise in schwindelerregende Höhen. Die Handelsketten kaufen mittlerweile große Agrarbetriebe auf und werden den Kampf um auskömmliche Preise unserer Landwirte weiter anheizen. Und Frau Ministerin Klöckner, der Verweis in Ihrem Redebeitrag auf den Parteitag, den Sie am vergangenen Wochenende in Leipzig gehalten haben, dass Sie den Ärger der protestierenden Bäuerinnen und Bauern verstehen können, weil sich die sogenannten renitenten Umweltschutzgruppen die Gänze des Images der Landwirte kaputt gemacht haben, das alleine wird auch einen rasenden Zug bedeuten, den Sie nicht aufhalten können. Denn eine Hauptkritik dieser Initiative, die auch heute hier demonstriert in Berlin, richtet sich auch gegen die Bundesregierung und ihre Politik selbst. Ich nenne hier auszugsweise einige Forderungen, die die Politik bis heute nicht leistet. Zum Beispiel, landwirtschaftliche Preise müssen kostendeckend sein. Sie dürfen nicht erst am Ende der Verwertungskette nach Handel und Verarbeitung als Restpreis gebildet werden. Umwelt- und Tierschutz müssen durch die gesamte Gesellschaft getragen werden. Das ist nicht alleine durch die Landwirtinnen und Landwirte zu stemmen. Eine deutliche Reduzierung des landwirtschaftlichen Flächenverbrauchs von 70 Hektar am Tag, das ist auch Natur- und Insektenschutz. Das ist aber auch eben nicht alleine durch Landwirtinnen und Landwirte zu verantworten. Die Schaffung von Möglichkeiten für einen echten Vertragsnaturschutz, damit auch der Naturschutz dem Lebensunterhalt gesichert werden kann, ist für Bäuerinnen und Bauern eine faire Angelegenheit. Das war nur ein kleiner Auszug vieler weiterer Forderungen. Und Frau Klöckner, was die Landwirte am allermeisten ärgert, ist, dass in diesem Agrarpaket sie selbst nicht einbezogen wurden, bevor es verabschiedet ist. Dass die Erfahrung von den Bäuerinnen und Bauern und ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen oft unberücksichtigt bleibt und Zielkonflikte insgesamt auch verschwiegen werden. Denken Sie an Ihre Redezeit. Ich komme zu meinem letzten Satz. Frau Ministerin, das zu verändern, ist Ihre Verantwortung. Somit sitzen Sie auch in einem dieser rasenden Züge auf dem Gleis. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Blumenförster.
Nächste Rednerin, Renate Künast für Bündnis.